Willkommen bei Underdog Games. Das hier ist eine nächtliche Geheimfolge. In der Folge ist es nicht so professionell wie sonst, sondern in der Folge wird, naja, das ein oder andere Geheimnis erzählt. Oder ich rede über, keine Ahnung was, den Mond oder das Leben im Autohaus. Oder ich rede vielleicht darüber, wie ich überlege, unser Hundebaby zu nennen. Oder ich weiß nicht, was ich jetzt erzähle. Währenddessen spiele ich Factorio. Ihr guckt zu, schlagt die Hände über dem Kopf zusammen und habt Spaß. Beziehungsweise legt euch auf die Couch und chillt ein bisschen dabei. Und die nächsten 40 Minuten sind meine 40 Minuten, in denen ich euch quasi einfach mitnehme. Und wenn ich euch nicht mitnehme, dann könnt ihr gleich ausschalten, weil das bringt nämlich nichts. Hier wird es keinen richtigen Sinn geben in dieser Folge. Ist leider so. Ist meistens bei allen Folgen so. Und zum Schluss merke ich, als Meister des Chaos fügt sich alles wieder zusammen und irgendwie hat es doch einen Sinn ergeben. Deshalb habe ich jetzt gerade Steine produziert, beziehungsweise Land, und ich fülle das einfach mal hier auf. So, habt ihr gesehen? So geht es. Nachher merke ich, dass ich hier Wasser brauche, um da unten die Chemiefabrik richtig anzuschließen. Aber das in einem anderen Teil. So, also, wir spielen die Folge Nummer 19 und das ist Factorio und das Overall Mod Crastorio 2. Eins kenne ich gar nicht. Und wir wollen unbedingt Steine. Wir brauchen Steine. Unser Steinlager hier ist am Ende. Wir haben fast keine Steine mehr. Wir bauen sogar hier schon Stein- und Eisengemisch ab. Ja, mit einer Station hier. Wir sind also echt übelst dran. Und lagern uns hier das Eisen übrigens in einem extra Feld. Ist geil, man kann das gut sortieren, finde ich. Eine super Sache, wenn man mal so eine Gemischstation hat. Stellt man einfach hin und macht einen Splitter dran. Also ein Teilerfließband in der Sprache der normalen Menschen. Und dann setzt man sich einfach den Scheiß dahin und kann direkt das raussortieren und irgendwo hinführen automatisch oder abziehen und in der Hand nehmen oder ist doch scheißegal. So, der ist fertig. Bauen wir ab. Wer rot leuchtet, kommt weg. Ähnlich wie bei ich will mal Squirt Game sagen. Squirt Game ist was anderes. Ähnlich wie bei Squid Game. Da war es ja auch so. Ja, wer irgendwie falsch läuft, fliegt raus. Was Squirt Game ist, muss man mal googeln. Das ist was anderes. Okay. Ich führe das hier hoch. Wusch. So. Und führe das damit rein. Auf dass der Kram abgebaut wird. So. Und gebe denen noch Strom. Einer für vier. Ist ja geil. Warum? Ich will nichts verschenken. Ich will das alles abarbeiten. Ich will es wegbauen. Aber mich wundert, was ist hier los? Leute, was stimmt hier nicht? Achtung. Das kann ich nicht sehen, wenn das da so stockt. Da krieg ich Plack, ehrlich. Kriege ich einen richtigen Vogel, wenn das so stockt, das will ich nicht. Da oben kommt der andere Kram an, massiv von außen. Und deshalb will ich, dass hier unbedingt das Material zuerst läuft, dass wir das wegkriegen. So. Und so viel ist es ja nicht. Und wenn das nicht geht, mal gucken, ob das jetzt besser abgenommen wird. Ich glaube nicht. Dann müssten wir theoretisch eine Kiste zwischensetzen, dass es gepuffert wird, dass es einfach verschwindet. Das heißt, wir machen eine Kiste. Lader, Lader 2, 3, 4. So breit muss es sein. Noch eins mehr. Oh Gott. Ach, dieses Gefummel immer links, rechts, links, rechts. Ist doch einfach nervig. So, jetzt aber. Reinladen, rausladen, nachdem es zwischengepuffert wurde. Und rein. So, jetzt müsste es eigentlich unentwegt laufen. Wenn es sich staut, müsste es trotzdem laufen, weil dann die Kiste voll gemacht wird. Gucken wir mal, wann es wieder staut. Es staut sich nicht mehr, gell? Ist ja witzig. Ist ja oberwitzig. Das meine ich mit dieser Folge. In dieser Folge gibt es keinen richtigen Sinn. Wir probieren einfach aus. Wir fummeln rum und ich bin erstaunt, dass jetzt doch so viel Eisen weggeht. Obwohl es eigentlich ja sich das Rückstau ist. Jetzt staut sich zurück. Ganz langsam. Aber hier kann ich das andere Eisen reinschmeißen. Seht ihr? Seht ihr? Das hat alles seinen Sinn. Hier kann ich auch das Eisen hier unten rausholen. Und kann es auch hier reinschmeißen. Haben wir wieder Ordnung gemacht. Alles klar. So. Wir waren dabei, Steine zu holen. Die Steine wohnen in Steinhausen, das ist hier. Steinhausen ist schon die Abfahrtsstrecke eingegeben, die ist schon angeschlossen, aber die Zulieferung haben wir noch nicht. Die würde ich hier irgendwo hier abnehmen. Pef, ziehen wir uns hier raus, gehen darüber. Wie viele Gleise haben wir noch? Wir haben 330.
könnte reichen, aber wir nehmen noch ein paar mehr mit. Außerdem bräuchte ich Munition für Geschütztürme. Da wir die noch nicht produzieren, weil wir ja noch nicht die Kohle professionell angeschlossen haben, würde ich sagen, mache ich es mal manuell noch. Baue ein bisschen was. Hammer. Und wir haben Gleise hier drüben. Wo sind die Gleise? Gleise. Schupp. Stecken wir uns noch ein paar in die Tasche. Signale haben wir. Sentinel haben wir auch ein paar. Die müsst ihr euch bauen, die Dinge. Die sind voll wichtig. Da habt ihr schönen Überblick. Das sind wie kleine Radarstationen. Das sind super toll. So. Und hier wollen wir alles noch abreißen, wenn es soweit ist. Und ach, was wir alles machen wollen. Eine Tür. Hammer. So. Ein paar Bäume wegbauen hier vorne dran. Die stören nämlich, wenn man nach Hause kommt. So, und irgendwie ist es hier so mein Lieblingsausgang an der Seite. Ich weiß auch nicht warum. So. Und dann ziehen wir uns eine schöne Line darüber. Wenn ich das jetzt in Verbindung mit der Herstellung von Koks bringen würde, also Koks für Stahl hier, ne? Stahlverhüttung, Koks und so weiter, Kokslein, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich ein Problem, dann würde das Video gesperrt werden. Das will ich natürlich auch nicht. So, hier müssen wir dran an die Stelle. Müssen wir da runter. Und los geht's. So. Oh, was freue ich mich, wenn wir Drohnen haben. Gott im Himmel, es wird geil. So, okay. Ich meine, da muss ich jetzt nicht wirklich überall drum rum, oder? Ich muss doch nicht jetzt durch das ganze Drecksfeld an Steinen mich da jetzt da durcharbeiten. Also ich bin hier nicht bei Quelio. Nein, das mache ich ja nicht. Ich gehe durch. Ja, so machen wir es. Der Baum, der fliegt, ist kein Problem. Und auch hier muss ich jetzt wieder lernen, mit der Pipette zu arbeiten. Ich muss mich an die Pipette gewöhnen. Die habe ich auf die mittlere Maus gelegt. Das ist eine super geile Hilfe. Ich glaube, wir müssen ein bisschen runtergehen. Ja. Ein bisschen. Na komm schon. Steine. Große Freude für Steine. Ich mag Steine. Aber am besten im Zug und abgebaut von elektrischen Erzförderern und nicht von mir mit der Hand. Hier gehen wir dann noch durch. Aber auch wirklich alles. Also dieses All Biomes, Biomes, wie auch immer, diese Mod, die ist wirklich toll. Sage ich ganz oft, ich weiß, aber das macht einfach das Spiel ein bisschen interessanter. Fuck. Ich muss jetzt hier fertig bauen. Ich gehe hin, ich weiß, es ist was zerstört worden. Aber ich muss es fertig bauen, weil dann fährt der Zug von allein. Und ich muss nicht wieder herlaufen. So, wir gucken. Okay, die haben eine Mauer zerstört. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir müssen da ein bisschen aufrüsten dann. Okay, wir bauen uns hier hin. Eine Haltestelle. Ist ja klar. Der Zug muss ja hier halten. Außerdem brauchen wir Sicherung. Auch irgendwie logisch. Die machen wir noch weg. Die stören. Dann brauchen wir Waffen. Die ein oder andere. Wir nennen die Haltestelle noch schnell. Die Haltestelle kriegt den Namen. Stein. Was war das? 7 Millionen, gell? 7 Millionen Osten. Bam. So. Nur der Zug, der Steine holt, fährt hier rein. Jetzt ist aber so, der würde da draußen stehen bleiben, weil hier kein Signal ist, kein Extra-Signal. Bedeutet, ich unterbreche das Signal jetzt hier mal, dass diese Line und sage, hey, du darfst aber auch hier parken und warten. Und du darfst auch hier parken und warten. Und auch hier natürlich nur die Züge, die Steine holen. Ich weiß nicht, wie viele Steinzüge fahren werden, aber wir machen einfach mal ein paar Signale hin. So.
Dann brauchen wir hier natürlich Strom. Wir brauchen Strom, wir brauchen Abbau, wir brauchen Waffen. Wir brauchen Sentinels. Ich würde sagen, ich setze einen Sentinel hier hin. Der müsste ja eigentlich reichen für das Gebiet. Ja, hier wird er reichen. Legen wir mal hier hin. Bauen uns schon mal gleich ein bisschen strommäßig hier, dass was passiert. Und in der Vergangenheit, in der Zukunft, in der Gegenwart, ach, in der Zwischenzeit. Geil, ne? Baue ich hier, wie gewünscht, die Dinge hin. Okay, ich bräuchte mehr von allem. Es ist einfach traurig. Ich bin so ein genügsamer Mensch, dass ich so wenig habe von allem, dass ich einfach viel mehr von allem bräuchte. Macht euch da mal Gedanken drüber. Tack, okay. Jetzt gehen wir an den Gleisen lang, würde ich sagen. Und führen den Strom zurück. Bam. Hat doch nicht mal gereicht. Normal macht er doch automatische Verbindungen. War ich gerade im Weg, sehr wahrscheinlich. Bam. Denn ein gutes Stromnetz ist wichtig, wenn die nachher eine Laserverteidigung bekommen, zum Beispiel. Also A, müssen die Maschinen arbeiten können, B, Laserverteidigung und so weiter. Geht natürlich gar nicht, kein Stromnetz zu haben. Kein richtiges. Das geht nicht. Okay. So, wenn wir es immer an den Gleisen langführen würden. Ich weiß, ich kann gedrückt halten, ich habe es vergessen. So. Dann hätten wir natürlich immer am Zug auch direkt Strom dabei. So. Hier machen wir jetzt noch ein Signal hin. Dass der Zug weiß, dass hier frei ist. Bam. Natürlich, dass wir hier gerade Aussignal nochmal setzen. So, was haben wir noch mit Grün hier? Immunitäts. Das hat sich erledigt, weil wir haben diese Mod drauf, die uns heller macht nachts, einfach damit ich mehr sehe und ich euch mehr zeigen kann. Weil wir einfach nicht im Dunkeln rumfischen wollen, das bringt nichts. Hier kommen wir zurück. Hier sind auch schon die Weichen gestellt. Okay. Das bedeutet theoretisch, wenn Zug bauen, müsste er ins Steinlager fahren und müsste dort stehen bleiben, bis er voll ist, wenn wir das so sagen. Und das passiert nicht, weil wir da ja nichts haben. Das heißt, wir können jetzt immer dahin fahren. Das ist schon mal cool. Wir brauchen aber auch noch zeitgleich Strommasten. Maste. Namaste. Und was liegt denn hier rum? Ach, ein Stückchen Eisenbahnschiene. Wo ist mein Eingang? Lass mich rein. Lupf. Okay, es wird gekämpft. Schon wieder da oben. Ja, da muss ich mich kümmern. Mehr Mauern an der Stelle, würde ich sagen. Mehr Geschütztürme. Und mehr Munition. Munition habe ich einstecken. Mauern nehme ich mit. Geschütztürme auch. Also, das ist das, was ich sagte. Es gibt hier in dieser Folge keinen richtigen Ablauf. Was mir auffällt, ist, ich glaube, wir haben zu wenig Strom. Das reicht noch. Ich habe vorhin gesehen, oder letztes Mal schon gesehen, dass wir dieses Gaskraftwerk da haben. Wo ist es denn? Das ist es nicht. Hier. Gaskraftwerk. Das baue ich mal. Maximalleistung 4,5 Megawatt. Verbraucht Flüssigkeiten. Ich weiß nicht, ob es Öl verbrennt. Ich meine, ein Gaskraftwerk wird kein Öl verbrennen, ich weiß, aber Flüssigkeiten, also ich vermute Flüssiggas, aber vielleicht auch andere Dinge. Okay, egal, wir kümmern uns erstmal um die Verteidigung da oben. Die Verteidigung ist wichtig. Sehr wichtig. Schupp. Gehen wir hier oben durch. So. Und da sind wir durch. Mauern haben wir einstecken und so haben wir. Türme haben wir. Okay. Sonst nur beeilen. Dass wir vor der nächsten Welle da sind. Und wer greift uns denn da eigentlich immer an?
Das wissen wir nicht. Ne? Es muss jemand sein, der hier in dem Gebiet ist. Es gibt ja keine Angriffe aus Lust oder Laune, sondern es muss ja tatsächlich ein Angriff sein, der einen Ultraschallgrund hat, hätte ich beinahe gesagt. Einen Grund hat aufgrund der Verseuchung. Umweltverschmutzung, nicht Ultraschall. So. Okay, repariert. Dann was draufsetzen. Okay. Nicht zu viel machen, sonst werden die nachher woanders hingeschickt, weil die einfach dann den Angriffskorridor woanders als besser empfinden. Und dann hat man jetzt hier Türme hingesetzt, ist vorbereitet und nein, die kommen woanders raus. Sau dumm. So, und hier auch nochmal Munition rein. So, alles klar. Sollte erledigt sein. Sollte passen. Arbeiten alle. Aber tatsächlich reicht der Strom wohl. Ich bin erstaunt, muss ich sagen. Bin sehr erstaunt. So, gucken wir doch mal, wo das Nest ist. Das muss hier links irgendwo sein. Oh, hallo? Der wollte sich sammeln. Aha. Oho. Nicht genug Munition, nicht genug Granaten. Lassen sie einfach. Erstmal. Wir lassen sie einfach. So. Tigern wir wieder runter. Und kümmern uns um das Thema der Steine. Machen Steine fertig, sodass wir Steine noch geliefert bekommen. Ich denke, das ist ein guter Inhalt. Das ist ein Geschützturm, das ist so ein bisschen so ein Sondierungsturm, das ist gut. Dann wissen wir, wenn der angegriffen wird, dass es gleich losgeht. Und dann passt das. So, hindurch. Oben wollten wir setzen. Ganz viele Abbauautomaten. So, die da. Dann wollten wir oben setzen. Förderbänder haben wir. Lader wollen wir setzen, dass wir einladen können, haben wir auch. Container wollten wir setzen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt davon einfach an jedes Dings Container setze. Das wäre auch möglich. Dann brauchen wir 6 Stück. Bisschen noch von dem Stahl mitnehmen. 6 Stück. Dann haben wir pro Dings 2 Container sitzen. Lader haben wir genug. Und Bänder auch. Das müsste klappen. So. Dann bauen wir uns noch ein paar von den Strommasten. Ach ja, Strommaste, genau. Mäste. Das ist unser Problem. Wir haben nämlich keinen Strom da oben. So, dann brauchen wir noch einen Triebwagen. Also eine Lok quasi. Eine Lok. Und ein Dreiergüterwaggon. Wenn der hier ankommt, fährt er natürlich auf die Steinbase. Steinbase. So, hier hin. Vermute ich. Ja, Stein hält hier an. Wird nach unten ausgeladen. Und dann schicken wir das direkt hoch. Okay, gut. Wir brauchen unbedingt Klippensprengstoff, dass wir das hier auflösen können, dass wir dann unsere Eisenbahn erweitern können. Naja. So. Strom am Gleis, haben wir gesagt. Es werden neue gebaut, okay. Dahin. Dahin. Und jetzt geht's los. Forschung fertig. Persönlicher Akku. Sehr gern. Oh, was war das denn gewesen? Was gab's da noch? Das ist ja der 1er Akku, das ist der 2er Akku. Das kennen wir ja. Ist ja ganz klar. Was ist das? Kleiner tragbarer Generator. Aus Rohmaterialien, ja klar. Der brennt Sachen. Maximal einfach 200 kW. Das ist ja cool. Also nicht Sonne, sondern Strom aus verbrannten Zeug, ja, verbrannten Kram. Finde ich gut.
Hat leider nicht gereicht hier, um die Bauphase von den Dingern zu überbrücken. So, ich habe die Zeit genutzt, wenn das der Scheiß gebaut hat. Ah, ihr wisst schon, während das gebaut worden ist. So. Und bin mal in die Küche und habe mir ein paar Chips geholt. Für euch ist jetzt ziemlich scheiße. Für mich ist es ziemlich cool. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr hört jetzt beim Knuspern zu und habt bei jedem Knusper Appetit auf Chips. Oder ihr holt euch selbst Chips. Oder ihr regt euch so oft, dass ihr nie wieder meinen Kanal guckt. Weil das wird schon ganz schön knuspern, glaube ich. So, wir haben Strom. Ta-da-da-da. Die Steinproduktion hat Strom, die noch nicht da ist. Die aber jetzt gleich kommt. Dann werdet ihr sehen, wie Steine in Hülle und Fülle aus dem Boden sprudeln. Tatsächlich krass, dass man in dem Mod so viel Steine braucht, dass es für das Silizium wichtig ist. Klar, Silizium gab es ja vorher nicht. Und dass es für Glas und Sand so wichtig ist, dass man es braucht. Das finde ich oberhart. Gut, aber ist halt eben eine völlige Umstellung, weil vorher war ja Stein mehr so ein, naja, mal eben Steine abgebaut, weil wir mal drei Stück gebraucht haben oder so. So, einen Platz lassen, dass wir Stromkabel legen können, habe ich mir gemerkt. Dann lege ich hier nochmal 1, 2, 3. Ich mache es jetzt mal ganz korrekt. So. Und da ich noch korrekter sein will, baue ich sogar noch einen. Gut. Die Lok setzen wir hin. Und dann haben wir drei von den kleinen Häuschen hier. 1, 2. Machen wir mal 6 Stück. Haben wir gesagt, wir machen 2 Stück pro. So. Und dann gehen wir natürlich hier raus in den Zug. Logisch. Und hier gehen wir rein ins Häuschen. Jetzt merke ich gerade, wie dumm das eigentlich ist, dass ich da... Das macht gar keinen Sinn. Das ist völliger Quatsch. Hört nicht auf den Stream-Vogel, auf den Onkel Stream hier. Der ist ein Köter. Das ist ein Underdog. Ich mache das so. Das wird meine neue Beladetechnik. So, vor Ort. 2 in den Zug rein und 1 jeweils hier rein. So. Und jetzt brauchen wir 1 dann verteilen. Ja, komm, wir probieren es mal aus, ob das geht. Damit würden wir uns natürlich alle Splitter und so weiter, alles sparen. Ja, wir fahren quasi hier raus. Einmal nach oben, einmal nach hier und einmal nach unten. So. Und dann können wir hier reinfahren, was das Zeug hält. So. Und auch hier. Rein damit. Und da auch. So, wenn ihr schon das Thema vergessen habt, ich sagte, ich war in der Küche und habe Chips geholt. Aber ich kann mein Mikrofon ja schön stumm schalten, kurzzeitig. Aber wenn ich so eine Packung hier liegen habe, kann ich nicht aufhören. Ich muss die essen. So lecker. So. So machen wir es. Weil die putten out hier, die geben gleichermaßen die Dinger raus aus diesen Kisten und machen es schön gleichmäßig. Es gibt keinen Balancing-Problem und kein schneller, langsamer und kein Doppel und es ist einfach alles nicht vorhanden. Es funktioniert einfach. Was mache ich denn eigentlich? Bin ich blöd? So soll es auch sein. Und die hat auch ein bisschen Puffer da drin und die drei haben auch nochmal Puffer. Dann sollte das für den Zug cool sein. Und dann, wenn es hier gepuffert wird, wird mit doppelter Geschwindigkeit in den Zug geballert. Geil. Also besser, nach meinem Verständnis, kann es eigentlich gar nicht gehen. So für das Early Game. Ha. Gut. Stopp.
Man sagt ja auch Scheiße, wenn man blöd ist, ne? Gibt ein Problem. Meine Technik. Meine Technik hat einen kleinen, klitzekleinen Fehler. Was jetzt irgendwo auf dem Mars oder so natürlich zu einem riesen Problem führen würde, weil man kann nicht einfach zurückblicken und sagen, nein, wir setzen jetzt die Kisten weiter nach hinten, weil wir brauchen jetzt doppelt so viele Lader. Nein. Wir müssen natürlich aus der Kiste laden und in den Zug. Deswegen brauchen wir das Doppelte. Deswegen bin ich auch kein Astronaut geworden. Ich hätte immer irgendwas vergessen. Ganz schlecht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich sehe, wenn meine Frau irgendwo hinfährt, wie oft die nochmal in die Tür reinkommt und sagt, ich habe meinen Schlüssel vergessen, ich habe die Fernbedienung fürs Hoftor vergessen, ich habe ein Kind vergessen, habe kein Sitzkissen dabei. Also, ich muss mir gar keine Vorwürfe machen, weil ich glaube, das ist ganz normal. So, es wird hier in die Kiste reingeladen. Dann wird aus der Kiste rausgeladen, verdammt. Und dann hoffentlich mal irgendwann in den Zug rein. Na, also jetzt aber. Warum denn jetzt? Die letzten zwei, die müssen sitzen, wenn der Zug steht. Jetzt geht's. Okay, alles klar. So. Jetzt wird der Zug vollgeballert. Und den programmieren wir jetzt noch schnell. Geben ein bisschen was an Material mit, dass er ein bisschen Brennstoff hat. Und sagen ihm, Herr Zuzug, du fährst ans Hauptquartier und wartest, bis dein Inventar leer ist. Danach fährst du an die Tankstelle, wartest, bis du Inaktivität hast, 5 Sekunden. Dann fährst du weiter. Ja, das ist das falsche Hauptquartier, gell? Vollidiot. Stein natürlich. Das hätte jetzt euch wieder Spaß gemacht, ne? Wenn ich einen Fehler gemacht hätte und ich hätte mich gewundert, warum der nicht ankommt. Und dann fährst du zum 7 Millionen Stein im Osten. Ist noch 4 Millionen übrigens. Macht nichts. Wir wissen genau, die 7 Millionen sind die 4 Millionen im Osten. Das passt. Und hier wartest du, bis der Meter voll ist. Leer. Hauptquartier. Laden. Voll. Tanken. Inaktivität. Okay. Dauert noch ein bisschen, bis der voll ist. Steige ich mal ein. Und wir tun so, als wäre er voll und fahren wir nach Hause. Tut, tut. Los geht's. Derzeit kann ich mal Chips essen. Perfekt. Oh. Lecker. Ja. Das Rainbow muss ich irgendwie umstellen können. Ich weiß nicht, wie diese Farbe, das ist so in Regenbogenfarben RGB leuchtet. RGB, wie auch immer. Irgendwie muss das gehen. So. Der Zug hält. Dann möchte ich dann hier abladen. Und das, liebe Kinder, machen wir beim nächsten Mal. Ne, ich hole jetzt noch die Lader. Aber dann ist Feierabend für heute. Es ist nämlich bei mir auf der Uhr 2.23 Uhr nachts. Und morgen geht's hier wieder los. Halligalli, Drecksau Party. Und da hätte ich ganz gerne einigermaßen meine Augenringe irgendwie unter Kontrolle. Denn irgendwann ist es so wie so ein Antimaterie oder wie so ein schwarzes Loch. Dann ziehen meine Augenringe quasi die Welt in sich rein. Und das wollt ihr nicht sehen. Wenn die nicht so groß werden, dass es passiert, dann ist hier ein echtes Problem am Start. Schön da drauf. Tack, tack. So. Wenn ich jetzt von jedem Kanister noch einen hätte. Wenn ich hätte. Machen wir mal schnell noch. Dann würde er wenigstens entladen werden, die ersten paar Male. Bis der fertig ist, kriegen wir das hin hier. So. Ja, da wird ja mit zwei entladen. Ich finde, da kann man auch recht mit zwei B laden, so wie ich es drüben gemacht habe, im Lager, also in der Mine. Das ist okay. So. Und für den letzten Lager auch noch. Da müsste es theoretisch alles jetzt hier schön rausfließen. Und in der nächsten Folge können wir das also optimieren. Fertig machen.
So, also das passt. Der Zug müsste gleich leer sein, dann müsste tanken fahren. Wir gucken mal, wie er fährt. Oh, ich esse doch noch ein paar Chips in der Zeit. Na, das ist Tückische, ne? Man sitzt dann da und dann, uiuiui, nochmal Chips, nochmal Chips. In meiner Theorie hätte er es schaffen müssen, jetzt bis zum Tanken. Ein bisschen Holz reingelegt. Vielleicht reicht's. Wir rollen bis zur Tankstelle. Tschüss, das habe ich früher mal gehabt beim Auto. Schon in der Leere war, da war ich tatsächlich so, dass ich eigentlich gerade noch so bis hingerollt bin. Tankt habe und weitergefahren konnte. Das war immer scheiße. Kein Geld ist auch keine Lösung. Und dann müsst ihr losfahren, müsst Steine holen, wenn er voll ist. Gut, es sind 2 Liter, 6, die laufen ein bisschen. Das gute Koks. Schön dicht. Perfekt. So. Mit den Steinen, das machen wir übrigens nur mal so, um jetzt hier wieder den Kreis zu schließen. Den Chaoskreis zu schließen. Die Steine machen wir, weil wir die hochführen. Und dann hier oben zu Silizium verarbeiten. Also wir machen quasi daraus Sand und waschen. Sand und Wasser wird dann quasi Silizium. In der Filteranlage, meine ich, wird das gemacht. Und dann führen wir Silizium hier oben drauf, weil wir dann die anderen Schaltkreise bauen können. Wir brauchen nämlich die blauen. Unser Ziel war es ja eigentlich, die blauen Forschungsplatinen zu bauen. Aber dazu brauchen wir Silizium. Und das ist jetzt so ein Thema. Silizium, Sand bzw. Glas. Naja. Und so kommt irgendwas dazwischen. Das ist halt eben dieser Mod so. Die ist einfach gnadenlos. Aber saugeil. Weiter. Deswegen bin ich froh, dass ich auch nicht die Idee hatte, dass ja auch kaum ich spiele diese Pi, wie auch immer, Mod. Denn die soll ja wohl noch viel, viel schlimmer sein. Und das habe ich nicht verdient. Nein, das habe ich nicht verdient. Ich war immer anständig. Ich habe immer aufgegessen und so mein Teller. Von daher muss das in Ordnung sein. Gut, genug dummes Zeug gebabbelt. Wir sehen uns morgen, vermutlich, wenn nichts dazwischen kommt. Und bleibt mir treu, wenn ihr neue Zuschauer seid, und davon habe ich sehr viele übrigens, weiß auch gar nicht, wie das zustande kommt, aber die abonnieren mich nicht. Die gucken zu, die gucken lang zu, drücken aber nicht auf Abo. Also entweder schämen sie sich dann, mich da in der Liste zu haben, oder, ich weiß auch nicht, also wenn ich kurz zugucke und sage, es ist ein Idiot, geh weg, habe ich verstanden, ist in Ordnung. Muss ja nicht jedem gefallen, man kann nicht jedem gefallen. Und das ist auch gar nicht schlimm. Aber wenn man ganz lang zugeschaut bekommt, dann verstehe ich nicht, wie das sein kann. Den Eingang muss man hier bestimmen, bevorzugter Eingang. Ich möchte Kohle verheizen hier in dem Fall. Klingt komisch, ist aber so. Und auch hier, bevorzugter Eingang. Ich möchte Kohle verheizen. Und gucke trotzdem lange zu. Bis zum Ende. Oder 20 Minuten von 40. Und abonniere nicht. Ist irgendwie komisch. Das weiß ich nicht. Das macht mir irgendwie, macht mir das so ein bisschen Kopfzerbrechen, muss ich sagen. Na gut. So, das funktioniert hier scheinbar schon, aber irgendwie auch nicht. Bevorzugter Eingang links, das ist der hier. Warum macht der denn da immer noch Bäume dazwischen? Ich will hier keine Bäume mehr haben. Ende. Hört auf mit den Bäumen. Bäume sollen manchmal brennen. Wir brauchen die Bäume. Die müssen unsere Energie, unsere Luft reinigen. So. Okay. Was ist denn hier los? Warum wird denn die Kohle nicht abgebaut? Jetzt stehen die Dinger, dann wird es nie leer. Ich will doch die Kohle hier im großen Stil anschließen. Okay. Kann ich davon? Oh, kann ich auch nicht. Ich wollte ein Lager zwischen reinbauen. Dann halt eben nicht. Gut, also in diesem Sinne, das ist unser Kohleproblem. Wir müssen den Tagebau der Kohle stoppen, beziehungsweise endlich zu Ende bringen, so dass wir hier unser Lager einbauen können und die Kohle von unten mit dem Zug direkt importieren können und hier ein riesiges Kohlelager machen können. Ja, danke fürs Zuschauen. Danke für die späte Runde. Das ist so. Da ist noch ein Chips. Ha. Cool. Und wir hören uns dann morgen wieder bei Folgen, bei denen ich richtig wach bin und in denen ich auch keine Chips esse. Ihr vielleicht schon, ich nicht. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.